Christoph, du hast sicherlich noch ein paar Sachen aus dem Landtag mitgebracht und kleiner Applaus wäre schön. Danke. Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Guten Abend, liebe Freunde hier auf dem Platz. Ich bin begeistert, dass wir in Mittenwalde in so großer Zahl auf dem Platz stehen. Und ich sage euch, nichts ist stärker als ein Volk, was sich seiner Kraft bewusst ist. Und da werden diese ganze Gruppe von Parteien, die unser Land in den letzten Jahren so runtergewirtschaftet hat und seit der Ampelregierung noch mal in doppelter Geschwindigkeit unser Land ruiniert, nicht widerstehen können. Wenn wir diesen Impuls bewahren, dann bin ich ganz optimistisch, dass wir die Pläne für das Heim hier in Mittenwalde oder auch da in Lübben, es sind doch Freunde aus Lübben gekommen, noch stoppen können. Und selbst wenn das nicht gelingen sollte, dann werden wir im nächsten Jahr diese Regierung stoppen. Wir haben Kommunalwahlen. Wir haben Landtagswahlen, die AfD ist drauf und dran, stärkste Partei zu werden. Und wir werden auch in den Stadtverordnetenversammlungen Mehrheiten bekommen, die eine andere Politik erzwingen werden. Da bin ich ganz optimistisch, wenn wir diesen Impuls behalten. Liebe Freunde, und wir sagen heute Abend, wir sind gekommen aus dem Anlass, den ich gesagt habe. Wir sagen Nein zum Heim, aber wir sagen das nicht, weil wir Unmenschen sind. Wir sagen das im Gegenteil, weil wir Menschen sind. Und weil wir in unserem Handeln ein menschliches Maß einhalten. Und das menschliche Maß unseres Handelns ist das christliche Gebot der Nächstenliebe. Der Nächstenliebe, nicht der Übernächstenliebe. Das Gebot der Nächstenliebe heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wer sich mit diesem Gebot beschäftigt hat, der weiß, dass damit gemeint ist, die Gemeinschaft oder das Volk, aus dem derjenige kommt, an den das Gebot ergeht. Das sagt das Gebot der Nächstenliebe, kümmere dich um denjenigen, der zu deiner Gemeinschaft gehört. Und über den Übernächsten, um den Übernächsten kann man sich und soll man sich auch kümmern. Wir lieben den Nächsten. Dem Übernächsten bringen wir Respekt entgegen und wir helfen ihm nach Maßgabe der überschüssigen Kräfte. Aber die einzelnen und die wichtigen Kräfte wenden wir denjenigen zu, für die wir Verantwortung haben. Und das sind die Menschen, zu denen wir gehören. Das ist das eigene Volk. Das muss an erster Stelle stehen. Und unser Volk steht in der aktuellen Politik an letzter Stelle. Es steht an letzter Stelle dessen, was die Ampel macht. Und darum ist diese Politik so verwerflich. Und wir haben doch, weiß Gott, wir haben doch als Deutschland und Deutsche, weiß Gott, genug getan, auch für die Übernächsten. In den letzten Jahren sind über 2 Millionen Asylantragsteller nach Deutschland gekommen. Deutschland nimmt mehr als 70% der jetzigen Asylanten, die übrigens nicht mehr aus der Ukraine, sondern aus der Türkei, aus dem Irak, aus dem Iran kommen, auf. 70%. Sie kommen fast alle nach Deutschland. Mittlerweile gibt es fast keine freie Wohnung mehr in Deutschland, weil die Wohnungen belegt sind und zum großen Teil eben durch diese vielen Menschen, die gekommen sind. Wir haben, weiß Gott, genug geholfen. Und wir haben allein im letzten Jahr 43.000 Menschen in Brandenburg aufgenommen. 43.000 Menschen, das sind weit mehr als 2015. Und diese 43.000 Menschen kosten nach Berechnungen des Hessischen Städtetages, die der Brandenburger Städte- und Gemeindetag bestätigt hat, sie verursachen Kosten in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro. Nur in Brandenburg. Und das ist ein Achtel des Haushaltes, mehr als 10%, 12% unseres Haushaltes wenden wir auf. Und da müssen wir uns nicht wundern, dass die Straßen in schlechtem Zustand sind und dass die Schulen schlecht ausgestattet sind. Aber Geld ist nicht das einzige Problem. Die Infrastruktur ist ein großes Problem. Ich sagte es, es gibt kaum noch freie Wohnungen und die Schulen und die Polizeistellen, die nötig wären zur Betreuung oder zur Kontrolle dieser zehntausenden Menschen, die allein im letzten Jahr nach Brandenburg gekommen sind, sind natürlich nicht dazu gebaut worden. Und darum wird die Situation immer drängender und darum protestieren mittlerweile auch Bürgermeister, Kreistage, Städte und Gemeindebunde. Wir stehen hier nicht, weil wir am Rande der Gesellschaft stehen würden, wie diese Kasperköpfe da drüben. Wir vertreten die Mitte der Gesellschaft. Prozent der Menschen in Deutschland und auch 72% in Westdeutschland sind der Meinung, Deutschland hat in den letzten Jahren schon zu viele Ausländer aufgenommen. 89% der Menschen deutschlandweit sind der Meinung, wir müssen endlich auch einmal abschieben, die Leute, die im Land hier nichts verloren haben. Wir vertreten die Mehrheitsmeinung.
Und das ist nicht nur das Problem des Geldes und es ist nicht nur das Problem der Infrastruktur, sondern wir haben doch auch die Erfahrung gesammelt, dass sich unser Land verändert hat, wie es Claudia Roth in ihrer Dummheit gehofft hat. Aber es hat sich zum Schlechten verändert. Wir haben täglich 2 Massenvergewaltigungen. Massenvergewaltigungen, ein Delikt, was ich vor 2015 praktisch nicht kannte. Wir haben stündlich eine Messerattacke in Deutschland. Und wir haben die unhaltbaren Zustände, wie sie aus Prenzlau oder aus Cottbus berichtet wurde. Es kommen eben nicht nur Schutzsuchende zu uns. Und wenn ich sage, es kommen nicht nur, dann untertreibe ich. Nicht einmal 1% der Menschen, die an unsere Grenze kommen, die häufig genug ihren Pass wegwerfen, sich häufig genug einen Fantasienamen zulegen, häufig genug ein Fantasieland nennen und Asyl rufen, nicht einmal 1% von denen bekommen politisches Asyl nach Artikel 16a Grundgesetz. 0,8% waren es im letzten Jahr. Über 99% bekommen es nicht. Und der Rest, die Hälfte vom Rest, bekommt einen sogenannten Schutzstatus. Aber auch da ist die Frage, wie berechtigt ist dieser Schutzstatus, wenn diese Menschen zum Teil aus einem halben Dutzend sicherer Länder nach Deutschland kommen? Sind es dann wirklich Flüchtlinge? Ich glaube nein. Ich glaube, wir müssen unsere Asyl- und Migrationspolitik von Grund auf ändern, wenn es in Deutschland wieder besser werden wird. Und ich erzähle noch kurz etwas. Wir hatten heute eine Sitzung des Gesundheitsausschusses, der Ausschuss für Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz. Und da ging es auch um die Flüchtlinge, um die Migranten. Und ich habe die Frage gestellt, die ich seit über einem halben Jahr stelle, der Landesregierung und den Koalitionsfraktionen, woher soll dieses Geld kommen? Woher sollen diese 2 oder 3 Milliarden Euro kommen, die zur Versorgung allein derjenigen Menschen notwendig sind, die in den letzten beiden Jahren gekommen sind? Es gibt keine Antwort. Es gibt keine vernünftige Antwort. Wir werden sie weiter löchern. Das Thema Kosten ist ein Tabuthema, weil die Kosten so immens hoch sind. Noch einmal, 1/8 des Geldes, was in Brandenburg zur Verfügung steht für alles, von den Krankenhäusern bis zum Kreistag, bis zur Kita, bis zur Feuerwehr, 1/8 wird für Asylanten ausgegeben, die häufig überhaupt keinen Grund haben, nach Deutschland zu kommen. 1/8. Dass wir darauf keine Antwort haben, ist wenig überraschend. Aber es gab doch noch eine Überraschung. Die Regierung hat bekannt gegeben, dass in den ersten Monaten dieses Jahres etwa nur 1000 Migranten pro Monat gekommen sind. Etwa 1000 pro Monat. Geplant oder das Aufnahme soll, lag aber bei 2000, bei dem Doppelten. Es sollten nämlich in diesem Jahr oder es sollen noch, und das soll in diesem Jahr 26.000 Migranten nach Brandenburg kommen. 26.000 zu den 43.000, die letztes Jahr gekommen sind. Der komplette Wahnsinn. Es kam tatsächlich nicht so viele. Und wenn nicht so viele gekommen sind, dann muss die Forderung doch sein, dass das Aufnahmesoll an die Landkreise und an die kreisfreien Städte gesenkt wird. Wenn nicht so viele gekommen sind, wie das Soll vorgesehen hat, dann muss die Forderung sein, dass es kein Asylheim hier in Mittenwalde gibt und kein Containerdorf in Lübben gibt. Dann haben wir doch einen Grund mehr zu sagen, nein zum Heim, wir wollen das nicht. Schluss, aus, Ende. Wir sind hier, weil wir diese unheilvolle Entwicklung stoppen wollen. Uns ist aber klar, über den Stopp eines Heims in einer Stadt hinaus brauchen wir eine grundlegende Wende unserer Migrations- und Asylpolitik. Wir brauchen eine grundlegende Wende und darum fordere ich euch alle auf, im nächsten Jahr zu den Wahlen zu gehen und dafür zu sorgen, dass wir diese Wende herbeiführen können und möglichst viele, bitte kommt zu uns. Und wenn wir jetzt noch 2 Minuten Zeit haben wir die noch? Dann würde ich euch gerne noch im Hinblick auf diese notwendige Wende die Potsdamer Erklärung der Ostfraktionsvorsitzenden vortragen, die wir vor vier Wochen in Potsdam beschlossen haben und die ich für ein ganz wichtiges Papier halte, weil es eben über den unmittelbaren Stopp der Zuwanderung hinaus Forderungen formuliert, die wichtig sind und die wir durchsetzen müssen. Masseneinwanderung stoppen jetzt, das ist die Potsdamer Erklärung. Will Deutschland nicht im Chaos versinken, muss es eine Wende in der Migrationspolitik geben und das sofort. Die Masseneinwanderung ist das größte und folgenschwerste Problem für Deutschland und uns Deutsche. Seit 2015 sind mehr als 10 Millionen Ausländer nach Deutschland eingewandert. Müssen wir uns mal die Zahl klar machen. Alle Zahlen sind belegt. Mehr als 10 Millionen in 10 Jahren. Trotzdem erreicht der Arbeitskräftemangel ein Allzeithoch. Die sozialen Bindungskräfte sind erkennbar erschöpft. Die Politik der offenen Grenzen hat immensen Schaden angerichtet. Und zwar durch die Überforderung der Haushalte in Bund, Ländern und Kommunen bei durchschnittlichen Kosten von 3.500 Euro pro Monat pro Asylbewerber.
Schaden durch die Überanspruchung unserer Infrastruktur, insbesondere des Wohnungsmarktes, auf dem Deutsche zunehmend durch Migranten verdrängt werden. Schaden durch die Alimentierung einer großen und immer weiter steigenden Zahl von Personen, die niemals einen Beitrag zu unseren Sozialsystemen geleistet haben. Schaden durch den Verfall der Unterrichtsqualität an den Schulen und dramatisch verschlechterte Bildungschancen unserer Kinder. Schaden durch die Einführung von Migrantenquoten zulasten der besten Auslese. Schaden durch die weit überproportionale Gewaltkriminalität durch Migranten. Schaden durch eine zunehmende Isolation Deutschlands in Europa, wo andere Regierungen selbst bestimmen wollen, woher und wie viele Migranten ins Land kommen. Die Politik der offenen Grenzen ist gescheitert. Soll Deutschland nicht im Chaos versinken, müssen wir eine Wende in der Migrationspolitik vollziehen um 180 Grad und das sofort. Und hierzu sind kurzfristig drei Schritte nötig. Erstens Festung Deutschland. Lückenlose Kontrolle der Grenzen und Zurückweisung aller illegalen Migranten an die deutschen Grenzen und nachfolgend an den EU-Grenzen. Asylanträge von Einreisenden aus sicheren Drittstaaten und oder ohne gültige Ausweisdokumente sind abzuweisen. Endlich Schluss damit, dass die Leute ohne Papiere ins Land kommen. Zweitens Remigration. Rückführung aller vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländer. Das sind in Brandenburg 4.500. Einsetzung von Remigrationsbeauftragten im Bund und in den Bundesländern, die auf allen Ebenen dafür sorgen, dass rechtskräftig getroffene Asylentscheidungen konsequent umgesetzt werden. Die Ausreise von freiwillig rückkehrwilligen Ausländern ist zu fordern. Und drittens Anreize beseitigen. Abschaffung des individuell einklagbaren Rechts auf Asyl. Andere Länder haben das auch nicht, wir brauchen das nicht. Absenkung der Sozialleistungen für Ausländer und ihre Umstellung auf Sachleistungen und strengere Anforderungen für den Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft. Mittel- und langfristig muss sich Deutschland am japanischen Einwanderungsmodell orientieren. Japan zeigt, dass Volkswirtschaften oder Nationalstaaten in Zeiten der Globalisierung ökonomisch gedeihen können, ohne dass die Staatsvölker dieser Nationen infolge offener Grenzen und damit verbundener Massenzuwanderung ihre Identität verlieren. Und dabei sind über die Asyl- und Flüchtlingspolitik hinaus noch folgende Maßnahmen zu ergreifen: Entwicklungs- und Flüchtlingshilfe, Bereitstellung von Hilfen in angemessener Höhe, für Unterbringung und Verpflegung von Flüchtlingen in Krisenregionen vor Ort. Entwicklungshilfe ist aber grundsätzlich an die Rücknahmebereitschaft illegaler Zuwanderer durch die jeweils begünstigten Staaten zu koppeln. Zweitens, wir brauchen ein Heimkehrprogramm. Ein Heimkehrprogramm mit gesellschaftspolitischen und ökonomischen Anreizen, um die Millionen zumeist gut ausgebildeten Deutschen, die ihre Heimat verlassen haben, zurückzuholen. Wir haben ja die absurde Situation, dass wir eine massenhafte Einwanderung nach Deutschland haben, aber der Fachkräftemangel trotzdem zunimmt. Obwohl 10 Millionen Menschen in den letzten 10 Jahren nach Deutschland gekommen sind, hatten wir nie so einen großen Fachkräftemangel wie jetzt, weil die Fachkräfte das Land verlassen und die Nicht-Fachkräfte ins Land kommen. Das kann nicht so weitergehen. Wir brauchen auch eine veränderte Familienpolitik, Verstärkung steuerlicher Anreize für Familien, Schaffung von familiengerechten Wohnraum, Stärkung der Akzeptanz von Elternzeit und Akzeptanz der Mehrkinderfamilie zum gesellschaftlichen Leitbild. Bei Sicherstellung der Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie, wir sind ja hier im Osten. Und schließlich bedarfsgerechte Ausbildung. Zur Kompensation eines verknappten Arbeitskräfteangebotes bedarf es einer weit besser auf die Bedarfe ausgerichteten beruflichen und akademischen Ausbildung. Das Ansehen beruflicher Ausbildung muss wieder gehoben werden. Es muss nicht jeder irgendeinen Quatsch studieren und nicht zu Ende bringen, wie die meisten Grünen. Der falschen und sinnlosen Überakademisierung muss entgegengewirkt werden. Ein hervorragender Facharbeiter, wie wir ihn in Deutschland hier hatten, der ist exzellent ausgebildet und das war ein großes Kulturgut und das sollten wir verteidigen oder zurückgewinnen. Und schließlich, wir brauchen eine vernünftige, eine rationale, aber eine kräftige Identitätspolitik. Zitat: Das Wunder des Nationalstaates ist es, dass er eine gemeinsame Identität schafft, die Solidarität ermöglicht. Zu viel Einwanderung zerstört dieses Arrangement. Das ist ein wichtiger Satz,
ein wichtiger Satz des britischen Migrationsforschers Paul Collier, ein Professor in England, den hat er in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 2016 gesagt. Wirtschaftliche und kulturelle Blüte. Wohlstand und innere Sicherheit gibt es nicht durch, sondern nur ohne massenhafte Einwanderung. Die Verächtlichmachung unserer Kultur und Tradition muss beendet werden. Die linke Ideologie des deutschen Selbsthasses muss überwunden werden. Ein vitales Selbstbewusstsein des deutschen Volkes und der wirtschaftliche Erfolg unseres Landes bedingen einander. Potsdam, den 30. März 2023. Christine Brinker, Björn Höcke, Oliver Kirchner, Nikolaus Kramer, Ulrich Siegmund, Jörg Urban und Christoph Bern. Vielen Dank.